Ach, es ist schön, euch alle zu sehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Heute bin ich nicht ganz auf der Höhe, aber trotz allem versuche ich heute eine kleine Andacht auf die Beine zu stellen, so gut wie es mir halt möglich ist. Aber ja, ihr kennt ja auch, wenn man manchmal ein bisschen fertig ist, ein bisschen, wenn man erschöpft ist, dann ist man manchmal nicht so ganz gut drauf. Und heute ist es halt bei mir so. Deshalb würde ich gerne mit einem kleinen Gebet anfangen. Herr Jesus, ich danke dir vielmals, dass wir uns heute hier versammeln können. Ich danke dir einfach, dass, ja, einfach für die Menschen, die heute hierher gekommen sind. Jeder ist ja halt irgendwie in schwierigen Situationen. Deshalb bitte ich auch um Beistand heute und um Führung. Sende uns bitte deinen Heiligen Geist halt runter. Und führe einfach die Zeit, für die Gespräche. Und in der Bibel steht ja auch, dann, wenn der Mensch halt schwach ist, dann kannst du halt stark sein. Deshalb, wenn es deinem Willen entspricht, ja, zeig heute, wie du an den Menschen wirken kannst, wenn es deinem Willen entspricht. Ja, steh auch bitte mir bei heute und gelobt seist du. Amen. Ich möchte mit... Also, dankeschön. Das war praktisch der kleine Einstieg, damit ich mir ein bisschen die Nervosität nehme und ja, dass ich hier noch ein bisschen was auf die Reihe kriege. Ich selber würde gerne mit einem kleinen Bibelvers anfangen, und zwar einem aus Markus. Und Jesus sprach Folgendes: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Da gibt es ja auch den ergänzenden Vers, ja, wer glaubt, kann halt Berge versetzen. Und oftmals lassen wir uns ja halt praktisch von Kleinigkeiten umwerfen und dann schaffen wir schon die einfachsten Dinge nicht mehr. Kennt ihr das? Also ich kenne das. Mir geht es halt oftmals so, oftmals passieren Kleinigkeiten, wie es kommt halt ein Brief mit einer Nachricht und dann wirft mich der Brief mit dieser Nachricht halt um. Der ein oder andere kriegt vielleicht eine hohe Rechnung oder so und das wirft ihn dann um, das bringt ihn aus der Bahn. Und ja, solche Dinge kennt ihr doch vielleicht auch, oder? Und gerade in solchen Situationen mache ich halt Folgendes, ich fange halt an zu beten. Also es kommt etwas halt ins Haus rein, was bei mir innerlich für Unfriedenheit sorgt, wie eine Rechnung beispielsweise, die erst aussagt, oh, wie sollten die bezahlen und alles. Und dann lege ich halt zu Hause auf die Knie, breite halt den Brief aus oder dieses Dokument, was ich gekriegt habe, und bete halt zu Gott und bespreche halt das mit Gott, was ich dort erhalten habe, und bitte halt um Unterstützung. Und ich kann nur sagen, immer wenn ich halt meine Probleme mit Gott teile, entwickelt halt auch Gott eine Lösung. Und dann verschwinden halt auch diese Probleme. Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere von euch halt Lust, das einfach mal auszuprobieren. Ihr seid zu Hause vor einem Problem. Vielleicht geht es euch so, dass ihr immer wieder an etwas Bestimmten halt scheitert, wo ihr halt merkt, ihr seid halt in etwas gefangen. Vielleicht ist es so, ihr möchtet halt gerne mit dem Rauchen aufhören oder mit dem Trinken vom Alkohol, aber ihr fallt immer wieder zurück. Und wenn euch das auffällt, dann versucht doch einfach mal zu Gott zu beten. Probiert es einfach mal aus und versucht euch halt Unterstützung zu holen. Ja, und an der Stelle möchte ich auch zu einem kleinen Aufkleber kommen, den ich euch hier gerne zeigen möchte. Das ist ein Aufkleber mit vier Symbolen. Und diese vier Symbole beschreiben praktisch kurz und knapp, wie der Mensch wieder in die Heilung kommen kann. Das Herz steht dafür, dass Gott jeden Menschen liebt. Also jeder Mensch, der hier auf diesem Platz ist, ist von Gott geliebt und hat die Option, mit Gott in eine lebendige Beziehung zu treten. Das zweite Zeichen, das Durchzeichen, steht dafür, dass der Mensch von Gott getrennt ist, weil er in die Sünde gefallen ist. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an. Sozusagen, wir haben halt Fehler in unserem Leben gemacht. Wir haben vielleicht uns der Alkoholsucht hingegeben oder anderen Süchten, die nicht sonderlich förderlich für unser Dasein halt sind, und wurden dadurch halt von Gott getrennt. Und das dritte Zeichen, das Kreuz, steht dafür, dass Gott sich dann halt einen Plan überlegt hat, hey, wie kann denn der Mensch wieder mit mir in die Verbindung kommen und wie kann er halt in die Heilung kommen? Und da hat er Folgendes gemacht. Er ist in Fleisch gefahren, also er wurde ein Mensch. Wir kannten ihn als Jesus Christus. Und dann ist er den Kreuztod gestorben und hat all unsere Sündenschuld auf sich genommen, ist wieder auferstanden. Und mit dem vierten Symbol steht dann jeder vor der Frage, ob er halt Jesus Christus und somit die Sündenvergebung in sein Leben einladen möchte und somit auch die Heilung und die Vergebung in sein Leben einladen will. Zu jeder Zeit steht jeder Mensch vor dieser Frage.
Und egal in welcher Situation ihr seid, ihr habt halt nichts zu verlieren. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr heute versuchen, Jesus Christus in euer Leben einzuladen und somit auch Heilung zu erfahren und auch einen Beistand zu gewinnen in schweren Zeiten. Gerade auch in solchen Zeiten, wenn uns halt Kleinigkeiten umwerfen, wie halt Papierkram. Naja, so, aber noch eine andere kleine Sache. Hier auf dem Platz veranstalten wir regelmäßig halt Gottesdienste. Und der nächste Gottesdienst ist am 2. April. Und jeder hier ist zu diesem eingeladen. Ihr seid herzlich eingeladen. Es gibt Essen, es gibt Austausch und es gibt Gemeinschaft. Und wenn ihr in einer misslichen Lage seid, dann kann es vielleicht auch ein toller Ort sein, um gemeinsam mit anderen in den Austausch zu treten. Ihr könnt mit Menschen in den Austausch treten, die auch in misslichen Lagen sind und denen Gott aus ihrer misslichen Lage halt herausgeholfen hat. Und ihr könnt halt in den Austausch treten wie Gott und erfahren, wie halt Gott den einen oder anderen gerettet hat. Das kann ganz interessant sein. Und dann haben wir noch eine andere Aktion. Neben dem Gottesdienst haben wir auch einmal im Monat ein Gemeinschaftsessen, wo jeder halt eingeladen ist. Es gibt halt Gemeinschaft, Austausch, Essen und wer Lust hat, ist herzlich eingeladen. Interessiert sich jemand für das Gemeinschaftsessen? Am dritten Sonntag jeden Monats. Lass es dir durch den Kopf gehen. Das Essen schmeckt sehr gut. Okay, Sie sind herzlich eingeladen. Möchte noch jemand einen Flyer dazu? Okay. Möchte noch jemand eine Einladung wahrnehmen zum Gemeinschaftsessen von euch? Okay. So, möchten Sie noch ihn haben? Sie sind herzlich eingeladen. Ansonsten noch eine andere Sache, bevor es losgeht, möchte ich noch jeden dazu einladen, der Lust hat, sich vielleicht ein Neues Testament mitzunehmen. Mein Leben hat es halt verändert, vielleicht verändert es ja auch euer Leben. Wer hat denn von euch noch kein Neues Testament? Möchte jemand eins haben von euch? Okay, wenn ihr Lust habt, kommt nachher hier an den Bibeltisch, dann könnt ihr ein kleines Neues Testament haben. So, zum Abschluss werde ich noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir vielmals, dass du mich durch die Andacht getragen hast. Heute war ich echt fertig, aber wie heißt es, du lässt Wunder geschehen. Ja, ich bitte dich einfach darum, bitte steh uns einfach bei mit deinem Heiligen Geist. Lenke einfach heute hier die Gespräche, dass der Blick auf dich gerichtet ist, dass dich die Menschen halt kennenlernen, damit du sie aus ihrer Not halt rausziehen kannst, damit sie dich erleben können, dass sie erleben können, dass du echt bist, dass du lebendig bist, dass du erretten kannst, dass du die Menschen aus der Not rausziehen kannst, dass du sie aus ihrem Dasein rausziehen kannst, dass du ihnen ein Leben geben kannst, ein lebenswertes Dasein geben kannst, dass sie dich einfach erfahren, dass sie einen Hunger nach dir kriegen, damit sie nicht mehr durch das Leben schlurfen, bis sie endlich abtreten, sondern dass sie gerettet werden. Und ich bitte dich auch, segne den Austausch sowie das Essen und sorg für eine gute und friedliche Gemeinschaft heute. Amen. Vielen Dank. Wirst du helfen? A. Keine Verantwortung in der Situation übernehmen. In Jakobus Kapitel 4, Vers 17 ist nachzulesen: Wer die Zeit und Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht tut, macht sich schuldig. B. Verantwortung in der Situation übernehmen. In Sirach Kapitel 29, Vers 14 ist zu lesen: Ein guter Mann bürgt für seinen Nächsten, aber ein Schamloser lässt ihn im Stich. Menschen sind keine ewige oder beständige Stütze, denn auch der stärkste Mensch erliegt irgendwann und bricht weg. Baue lieber auf den Ersten und Letzten, der in Jesaja Kapitel 46, Vers 4 erklärt: Ich bin es, der euch trägt und schleppt und rettet. Kehre um, bevor du wie eine Kerze heruntergebrannt bist. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de.